Hallo! Gut. Guck mal, heute haben wir was anderes als Begrüßung und wir haben auch etwas anderes in der Hand als sonst. Das ist ja überhaupt gar nicht. Ach, das soll jetzt bitte nichts andeuten, gerade so wie die Kameraposition ist. Toni, steck das mal weg. Bitte nicht in die Öffentlichkeit, ja? Obwohl wir noch zu Hause sind, aber gut, was soll's. Die Fenster sind groß genug, da können die Leute alle reingucken. Haben wir was in der Garage stehen? Das Motorrad schon schön eingepackt, das nehme ich aber sowieso nicht, weil Motorrad ist scheiße, wie wir wissen. Heute Part 29 schon. Ich habe mich vor zwei Teilen einmal in der Nummer vertan, da habe ich schon Part 28, glaube ich, gesagt, obwohl es erst 27 war. Also, dass ihr das nicht gemerkt habt und in die Kommentare geschrieben habt, das ist aber wirklich bedenklich. Vielleicht sollte ich da den Aufsichtsrat rufen. YouTube hat überhaupt keinen Aufsichtsrat. Zumindest keinen, der mit euch was zu tun hat. Okay, ja, ich dachte mal, heute Part 29, also ist ja schon eine sehr besondere Folge. 29 ist schon so eine besondere Zahl. Hat zumindest zwei verschiedene Ziffern. Das ist sehr beachtlich. Und deswegen dachte ich, mache ich heute einfach mal 29 Missionen. Oder je nachdem, versuche ich zumindest 29 Mal eine zu schaffen. Das ist ja auch schon mal, ist ja schon was wert, ne? So habt ihr eure Unterhaltung und ich habe hier meine. Ja, genau das, also was auch immer die Frau gesagt hat, es ist mir vollkommen egal. Cipriani, we must stop meeting like this. Fine by me. Come on, lighten up a little. What you got for me, McCaffrey? Those Yardie boys are having a little trouble holding on to their newly acquired turf in Newport. Seems now the Sindacos want it back. Ach so, jetzt muss ich also. Ach ja, gut. Ja, Syndakus mögen wir ja sowieso nicht. Wir erinnern uns noch, das Haus, das wir angezündet haben von denen. Ich hege berechtigte Zweifel, dass der Typ überhaupt Polizeibeamter ist. Vielleicht verarscht er uns ja nur. Haben wir überhaupt jemals nach einer Marke gefragt? Haben wir das? Und der Typ, der letzte Mission bei dem war, das ist ja vielleicht nur ein Komplize. Vielleicht hat er das alles eingefädelt, um uns zu verarschen und uns am Ende die $5,83 zu klauen, die wir in der Tasche haben, weil die restlichen 8.880 oder so, die haben wir dann natürlich auf der Bank, so wie wir mit unserem Geld hier halt umgehen. Und mit unserem Auto ebenso, aber das ist ja geliehen. So, aber übrigens in den letzten zwei Folgen festgestellt, der Popschutz bringt überhaupt gar nichts. Naja, gut. Ich komme mir auf jeden Fall cooler vor, wenn er vor meinem Mund hockt, der Popschutz. Und er hockt nicht, er klemmt. Oh, fuck. Ich glaube, ich. Scheiße. Oder, ach nee, da vorne kann ich auch rein. Warte. Da kann ich rein. Da ist ein Fußweg ausgerechnet. Ich kann natürlich nicht mit dem Auto rein und die alle überfahren. Spielemacher, das habt ihr schon geschickt gemacht. Und ich habe nur ein Snipergewehr dabei. So, Shotgun habe ich gehört. Hallo, hallo. Und auch du, ein herzliches Willkommen in der Welt von GTA. In die Nüsse. My boy Rudyard got himself capped. I'll get the ambulance. You go help my boys. You're gonna help my boys. You learn English first, because. Ah ja, okay. Hallo, hallo, hallo. Die leben alle drei noch. Scheiß Schutzwesten, ey. Die braucht kein Mensch. Nein, wir sterben. Wir sind gestorben. Wir sind gestorben. Guck mal, das ist das Besondere, was ich heute. Ich wollte euch. Das war heute. Ich reg mich auch nicht auf, weil ich wollte euch genau was zeigen. Und zwar, wenn man stirbt, dann respawnt man wieder. Guter Tipp, nicht wahr? Also Leute, immer wenn ihr in GTA stirbt, respawnt ihr wieder. Also überhaupt gar nicht schlimm. Es raubt nur Zeit. Aber ich meine, wir sind ja, das war jetzt. Mal ehrlich gesagt, bin ich ein Idiot, weil ich nämlich meine Waffen alle verloren habe. Und warum lade ich das Spiel nicht einfach? Das ist eine sehr gute Idee, ja, ich weiß. Und das mache ich jetzt auch schon zum wievielten Mal in Folge, in verschiedenen Folgen. Aber mal jetzt so unter uns. Findet ihr das schlimm, dass ich immer lade? Nee, bestimmt nicht. Und das war auch eine rhetorische Frage. Rhetorisch, genau, ja. Rhetorische Frage. Ihr müsst nicht darauf antworten. Ich habe die Frage schon für mich selbst beantwortet, denn ich bin die Community und ihr seid gar nichts. Ich mache die Videos und ich bin überhaupt. Ich mache sowieso alles. Eigentlich macht. Ihr macht überhaupt gar nichts. Tragt mal gefälligst was dazu bei. Ihr seid die Community, ja? Es das heißt ja nicht umsonst, wir sind eins.
Hä? Einer für alle, alle für einen. Was habt ihr denn für mich getan, ja? Ihr Schmarotzer, ihr guckt meine Videos. Das hat jetzt aber mal ein Ende hier. So packt man ein, seht ihr? Und so direkt die Motorhaube auf, dass du direkt inspizieren kannst, was du so kaputt gemacht hast. Trag mal hier was bei. Los, macht auch mal ein Video und schickt es mir. Und dann werde ich es veröffentlichen. Natürlich nicht. Das war alles nur Gelaber jetzt. Ich wollte nur die Zeit überspielen. Weil, ich meine, was gibt's ja hier? Gibt's ja sonst nichts zu tun. Außer wir schaffen die Mission jetzt. Das ist natürlich dann geil. Und ich achte auch gleich mal ein bisschen mehr auf meine Gesundheit. Zumindest versuche ich es. Wisst ihr, es ist nicht so einfach, ne? Oh, ja. Durch den Baum gefahren. Gute Idee. Seit heute ist die Fahrphysik von GTA für mich noch ein Stück unrealistischer geworden, wenn ich genau alles betrachte. Denn... muss ich euch das wirklich erzählen? Soll ich euch das erzählen? Ich mache meinen Führerschein. Wow. Oh, ja, das ist, ich weiß, danke, nicht so vieles Lobes. Die meisten machen den heutzutage mit 17. Da bin ich eigentlich schon so ein alter Hase. So richtig alt und so weiter. Ich bin ja schon fast ein Senior. Da erkennt man schon die ein oder andere Gefahr, die in GTA auf uns zukommt, die man vorher nicht erkannt hat. Zum Beispiel fahren wir jetzt gerade im Gegenverkehr. Das geht ja mal gar nicht. Das wäre bestimmt ein halber Punkt in Flensburg, ja. Und mit 10 Euro Verwarngeld. Und wenn man dann noch jemanden umfährt, dann sind es 20 Euro, weil irgendwie muss ja Krankenwagen ja auch bezahlt werden, ne? Ja, die Logik. So. Wir müssen näher ran. Das war auch der Grund, warum wir die 3 gerade nicht augenblicklich umgelegt haben. Na, warte, komm her. So. You will then go to hospital. You take care of my boys. Okay. So, ich hoffe, ich bringe die jetzt nicht alle um. Okay, ich habe die Jadis offenbar nicht umgebracht. Oh. Oh. Nein. Nein! Schon wieder! Super! Steh nicht direkt hinter mir, dann kann sowas gar nicht erst passieren. Ja, ich weiß, ich sollte wieder laden. Das wirkt alles sehr unprofessionell hier, aber ich meine, würdet ihr es etwa nicht tun? Wenn ich nicht aufnehmen würde, dann würde ich sowieso ständig laden. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mir mittlerweile wieder fast sicher bin, dass ich Beyond doch beim ersten Mal Let's Playen werde. Weil, Achtung, jetzt kommt die Information, die crassest to crazy shit Information, die ihr jemals in eurem gesamten Leben bekommen habt, weil ich nämlich... So, guck mal, ich wusste schon nicht mehr, was ich am Anfang gesagt habe, weil ich nämlich dann sonst nicht dazu verleitet werde, den Spielstand möglicherweise zu laden, wenn mir etwas in der Story passiert, was mir nicht passieren sollte. Weil, ich meine, auch in Heavy Rain war das so, im Let's Play habe ich einfach so durchgemacht, das ging ja auch nicht anders. Aber als ich das privat gespielt habe, gut, beim ersten Mal habe ich es natürlich so gespielt, wie es kam. Aber beim zweiten Mal spielen Heavy Rain, da habe ich halt schon öfter den Spielstand geladen, weil ich einfach nicht wollte, dass bestimmte Charaktere sterben oder möglicherweise auch leben. Ja, je nachdem. Und so bin ich in Beyond zum Beispiel dann nicht verleitet, quasi Spielstände zu laden, was den Spielfluss dann ja auch ein bisschen anders aufbaut. Ich meine, es ist was anderes, wenn du die ganzen alle fünf Minuten einen Spielstand lädst, weil dir mal irgendein Charakter abgekratzt ist, als wenn du jetzt einen Spieldurchgang durchspielst und nicht laden darfst, weil du eben zum Beispiel aufnimmst. Und dann musst du halt entsprechend mehr auf die Charaktere aufpassen. Und das will ich ja auch, weil Beyond wird ja genauso wie Last of Us, zumindest sagen wir mal auf der emotionalen Ebene, also so mit Weinen und im Zimmer kreuz und quer laufen, Kreise rennen und dabei schreien, die Hände gegen das Gesicht klatschen und denken, mein Gott, bin ich ein Idiot, ein Charakter ist gestorben, ich glaube, ich werde jetzt auch sterben. Sowas zum Beispiel, ja... Ich habe vergessen, was ich am Anfang gesagt habe schon wieder. Mein Gehirn ist leicht überfordert mit der aktuellen Situation. Ich muss spielen und reden gleichzeitig. So, jetzt habe ich, glaube ich, auch wieder jede Menge geredet. Sollte ich mal wieder ein bisschen Pause machen? Nein, sollte ich nicht. Das wird eine durchgängig Laberfolge. Ist ja auch nicht besonders schlimm, ne? Ich werde auch gleich ein bisschen Last of Us wieder aufnehmen. Für die Leute, die sich beschweren, dass GTA langweilig ist. Das hat tatsächlich neulich einer geschrieben. GTA ist langweilig, spiel mal wieder Last of Us. Ja, mein Freund, ich verstehe dich. Es ist tatsächlich langweilig, wenn wochenlang dasselbe Spiel kommt und das auch nur alle 2 Tage. Deswegen werde ich gleich Last of Us aufnehmen
Und bei der Gelegenheit kaufe ich meine Schutzweste. Hahaha, ganz dreist. Und... eine Waffe kriege ich ja gleich von da. Und ich werde mal schauen, was ich als nächstes Spiel Let's Play. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Killzone 2 kann ich ja nicht spielen, weil das ja super gesperrt ist. Gesperrt wird das Spiel. Hallo. Ach, guck mal, wie nützlich. Da haben wir ja... Ach so, ein Jahr, die wurde umgelegt. Ja, mach nur. Ich war hier schon wieder die ganze Zeit. Heute finde ich das gar nicht so schlimm, wisst ihr? Ich bin irgendwie heute ein bisschen lockerer drauf als sonst. Ich weiß es auch nicht. Also, wenn ihr das schlimm findet, dann meinetwegen. Heute ist es mir auch vollkommen egal. Heute strenge ich mich auch offenbar noch nicht so an, wie ich es ursprünglich gesagt habe, dass ich mich anstrengen werde. Aber irgendwie bin ich heute viel zu locker drauf, als dass ich mich aufregen könnte oder so. Ich mache einfach hier mein Ding. Und das ist auch gar nicht mal so eine schwere Mission, weshalb ich die bestimmt heute noch schaffen werde. Nur halt eben nicht mehr im ersten Versuch, weil das halt ein bisschen unmöglich ist, wenn man so... Wisst ihr, das sind halt die logischen Zusammenhänge unseres Universums. Wenn du einmal was nicht geschafft hast, dann ist das kein erster Versuch mehr, sondern der zweite. Und wenn du es dann wieder nicht schaffst, dann ist es der dritte. Ja, ja. Unser Universum. Ziemlich blöd, ne? Gut. Und ja, stimmt, genau. Zwischendurch ein bisschen schmatzen, weil das ist ja geil. Das ist ja ein Stilmittel, muss man ja anwenden. Und wenn ich, welches Spiel ich Let's Playen soll als nächstes? Killzone 2, wie gesagt, nicht, weil da wurde schon der erste Part wegen der Musik gesperrt und da habe ich auch keinen Bock, da weiter zu erleben, was YouTube sich noch alles einfallen lässt. Natürlich im Namen von Sony, die ja ihre tolle Musik nicht auf YouTube hören wollen, offenbar. Weil das ja ist ja geschäftsschädigend, ne? Wenn man da, also habe ich ja schon mal erklärt. Und deswegen werde ich mal gucken, werde ich euch meine Liste in die Beschreibung geben von Spielen, die ich Let's Playen möchte. Kann, könnte, möchte, würde. Das werden wohl weniger Spiele sein, weil, Achtung, weil das nämlich alles Spiele sind, die ich dann möglichst schnell durchspielen kann, in wenigen Teilen, beziehungsweise in wenigen Tagen, weil am 4. September, der Tag des Beginns meiner Ausbildung, hurra, ich habe ja dann so viel Zeit für Let's Playen. Nein, das werde ich dann wahrscheinlich alles abends machen, egal, so wie jetzt auch. Am 4.9. kommt der Killzone Mercenary raus, das heißt Killzone Mercenary wird auf der PS Vita Let's Played und am 17. irgendwann so um den Dreh kommt auch GTA 5 raus. Das heißt, bis dahin muss ich auch mit GTA Liberty City Stories fertig sein. Ihr habt richtig gehört, ich muss. Ich habe mir das selbst vorgenommen, weil ich möchte GTA möglichst ab Release spielen. Nicht nur, weil ich dann mehr Aufrufe bekomme. Ja. Es geht mir auch um die Aufrufe natürlich, denn wenn keiner deine Videos guckt, dann brauchst du sie auch nicht machen, nicht wahr? Ich kaufe mal sowas hier einfach. Ich bin mal verschwenderisch. Und von daher will ich bis dahin mit GTA fertig sein und zum anderen natürlich auch mit dem anderen Spiel, das ich bis dahin Let's Playe. Das heißt, drei Wochen lang dürfte das Spiel maximal dauern, also 21 Tage, sagen wir mal. 21 Tage und das ist nicht sehr viel für manche größeren Spiele. Von daher... Ja, schieß nur. Ich habe genug Munition für euch alle. Die werde ich euch natürlich nicht... Was? Ach so, noch mehr. Ach so. Ja, da seht ihr, ich hätte so wie... Ich hätte sowieso verkackt, seht ihr? Na, wartet. Also wie gesagt, ihr könnt in die Kommentare schreiben, welches von den in der Beschreibung aufgelisteten Spiele, die werde ich mir noch aussuchen, ich spielen soll und dann werde ich natürlich... Die letztendliche Entscheidung liegt natürlich bei mir, selbstverständlich. Aber ihr könnt ein bisschen das beeinflussen. Oh, es brennt. Und eine Schutzweste, eine kostenlose. Ach, wie schön, guck mal. So. Da habt ihr. Da kriegt ihr euren Tony. Ihr wollt Tony, ihr kriegt Tony. Und das Auto brennt. Schnell weg. Danke sehr. So, haben wir gleich geschafft. Da vorne kommt noch, geschätzt 5 Milliarden Gegner. Das schaffen wir alles. So, Wunderbärchen kommt auf mich zugelaufen, denn ich habe die Waffe und ihr offenbar nur Wasserpistolen oder... So, geh schon mal vor zum Krankenhaus. Ich bin am Krankenhaus.
There come the ambulance! Der Fahrer sieht aus wie ein echter Erste-Hilfe-Notarzt. Wahnsinn. Boah, diese Cutscene, sie ist einfach emotional, also ich fühle mich richtig hineinversetzt. Wow. Boah, dieses unfassbar. Habt ihr gesehen, was die gemacht haben? Also ich bin jetzt wirklich in das tägliche Leben der Yardies eingeweiht. Also wenn ich, nachdem ich das gesehen habe, was die so da erleben, Wahnsinn. Wow. Also mit einem Krankenwagen zu parken, das ist ja schon mal exklusiv. Aber dann auch noch als Yardi. Wow. Und dann auch noch ein Taxi klauen von einem dieser typischen Inder. Das ist... Naja. Ich meine, das ist nicht Absicht, dass ich Inder sage. Das ist eindeutig ein Inder, wenn ihr da mal reinguckt in das Auto, ne? Nur falls ihr jetzt wieder an, falls jetzt einer ankommen will, ne? Mit, ey, du bist voll der Rassist, Alter. Nur du und mit deinen Vorurteilen hier, Inder und Taxis, Alter. Inder können auch Wissenschaftler sein. Oder sowas in der Art. Oder auch zum Beispiel anspruchsvollere Jobs übernehmen, wie zum Beispiel Papierkanten falten. Das ist sehr anspruchsvoll, ja. Das muss immer in der gleichen Stelle sein, damit das auch schön ins Buch reinpasst. Ja, nicht lachen, Leute, das ist ein hochanspruchsvoller Job. Leider bekommt man nicht so viel dafür, weshalb man eigentlich quasi direkt zu Hause bleiben könnte und Hartz IV beziehen könnte. Aber so ist halt Deutschland. Leute, die vernünftig arbeiten gehen, kriegen weniger Geld letztendlich raus als ein richtig geiler Hartz IV-Empfänger. Nichts gegen Hartz IV-Empfänger. Nur gegen die Leute, die es so gemacht haben, wie es ist. Hello, Tony. Some wise guys found out that the Spurrier model behind the Pirelli Sandaco fuse. Headed over to meet Franco Pirelli right now. Ach warte, ist das nicht dasselbe? Da haben wir schon mal gemacht, ne? Ah ja, stimmt, genau. Ach und mein, ah ja stimmt, mein, ach ja, das war die Mission, wo mein Auto aus irgendeinem Grund verschwindet. Ja, ist schon blöd, ne? Da telefonierst eine Runde und schon wieder ein Auto geklaut. Gute Stadt, gute Stadt. Ah und, oh, wir bekommen... Ich move hier gar nichts, du bist sowieso zu klein dafür, hast schon mal den Sitz eingestellt, schön nach oben, habe ich alles gelernt schon. Das musst du alles machen und dann darfst du erst dein Auto fahren, das ist hier Verkehrssicherung. Ich muss das alles überprüfen und dann möglicherweise dein Auto wegnehmen. Ja, falls das halt, ne, falls das nicht regelkonform eingestellt ist. Ach, und ist, ach stimmt, das ist ja auch die Mission, wo ich mit dem Auto in der Luft stecken geblieben bin, kann das sein? Doch, das ist sie. Ja. Jetzt habe ich so viel geredet. Ich muss ja auch ein bisschen Spucke übrig lassen für... Hui! Für andere Spiele, die ich eventuell aufnehme und... Ups. Naja, wie gesagt, muss ich mal gucken, ob ich nächste Tage dann mit dem anderen Let's Play anfange. Je nachdem, was ihr in die Kommentare schreibt. Und dann freue ich mich natürlich auch auf... Mein 2000 Abo Special auf meinem Zweitkanal, das dürft ihr natürlich auch nicht verpassen, weil da Eigenwerbung muss sein, nicht wahr? Und ich werde auch mal zwischendurch erwähnen, das habe ich gegen Ende der letzten beiden Videos immer wieder nicht erwähnt, weil ich mich im Nachhinein entschieden habe. Ich glaube, ich mache das hier lieber erstmal und rede dann weiter. So. Was? Welcome to Shoreside Vale. Ach so. Welcome to Shoreside. Ach so. Ah, welcome to Shoreside. Genau. Freut mich sehr. Wahrscheinlich kommt gleich Welcome back to mittlere Insel. So, Achtung. Achtung und... Ja. Ja, komm. Nein, ich brenne. Habe ich gewonnen? War ich das? Hallo? Ach so.
Ja, ich brenne, aber cool. Oh, naja, dann steht man halt plötzlich wieder. Wenn dann, siehst du, wenn dein Boot brennt, dann gibt es da so eine besondere Eject-Funktion. Dann stehst du plötzlich am Pier ohne dein Boot. Wie kann ich Handy? So, Handy. Ja? Cipriani? It's me, McCaffrey. I've got some news that Salvatore might appreciate. Come and see me up at the usual place. Oh, ich musste kurz aufstoßen. Ho, ho, ho. Etwas, was ich an den letzten beiden Teilen nicht erwähnt habe, ist, was diese Situation mit Killzone und anderen Spielen angeht. Und zwar habe ich das ja schon mal erwähnt in einem anderen Video. Ich werde es auch diesmal richtig schnell machen, dass ich möglicherweise so eine Partnerschaft abschließen werde. Nicht wegen dem Geld. Nein, 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 auf keinen Fall. Wenn ich das habe, dann werde ich euch informieren. Und dann mögt ihr bitte, wenn ihr das möchtet, auch Adblocker benutzen. Dann benutzt ihr so viel Adblocker, wie ihr möchtet, damit ihr die Werbung nicht sehen könnt, wenn ihr möchtet. Weil mir geht es nicht um die Werbung, auf gar keinen Fall nicht. Na gut, sagen wir zu 5%. Wenn es schon mal, wenn das schon mal da ist, dann kann man es ja auch irgendwie ausnutzen, aber es geht mir ursprünglich nicht darum, wirklich nicht. Benutzt Adblocker, wie ihr möchtet, aber wenn das soweit ist, dann geht es mir halt um die Videoveröffentlichungsdaten, die man dann halt vordatieren kann. Man kann 1000 Videos auf einmal hochladen und dann die Woche über freischalten und dann natürlich habe ich weniger Probleme damit, dass Videos wegen Musik oder so gesperrt werden. Natürlich dann in dem Fall nur wegen Musik, die auch dem Publisher, also dem Spieleveröffentlicher gehört. Zum Beispiel Rockstar Musik, also bei GTA darf dann halt nur Musik nicht gesperrt werden, die wirklich auch Rockstar gehört. Wenn die jetzt irgendeinen Song von Linkin Park oder so in GTA 5 reinpacken, dann wird das Video natürlich auch deswegen gesperrt, weil es von einer Drittpartei ist. Das wird dann halt nicht so einfach mehr sein, aber es geht auch nicht einfacher, das Problem hat wirklich jeder. Aber ich habe auch schon überlegt, ob ich einzeln alle Publisher anschreibe, jedes Mal, wenn ich ein Spiel Let's Playen möchte, aber das ist erstens umständlich und zweitens bringt euch so eine Partnerschaft meinerseits ja gar nicht so viele Nachteile. Wenn ihr die Werbung halt wirklich nicht mögt, dann benutzt einen Adblocker. Ich erwähne es zum dritten Mal, weil ich möchte keine Zuschauer oder Abonnenten verlieren oder vergraulen, sogar dadurch, dass jetzt auf einmal alle denken, ich bin auch so wie gewisse andere. Beispiel hier einfügen. Ne, so ist das nicht. Wollte ich nur mal sagen, ich bin auch gerade noch am Korrespondieren mit einem offenbar Abonnenten meines Kanals. Wenn du dich hier angesprochen fühlst, lieber, ich weiß nicht, ob ich deinen Namen aussprechen darf, dann, keine Ahnung, dann schreib mir eine Nachricht auf Facebook, dann weiß ich, dass du mein Video geguckt hast. Geil. Nee, ich korrespondiere noch, was ein Avatar angeht, denn ich möchte mir jetzt möglichst bald ein Avatar anschaffen. Denn wenn ich sowas schon mache, wie schon gerade erwähnt, dann möchte ich auch mal endlich meinen Kanal ein bisschen vorwärts bringen, was das Design angeht. Vielleicht noch kein endgültiges Design für den Hintergrund, aber ein Avatar wenigstens will ich ja schon mal haben. Naja, ich mal mir da auch gerade selbst was zurecht und mal gucken, wenn meine Kontaktperson da auch gute Ideen hat, dann je nachdem. Im Endeffekt muss ich halt gucken, was mir gefällt. Aber ich bedanke mich trotzdem bei jedem, der mir da hilft, geholfen hat, helfen will, wie auch immer. Auch wenn es halt nicht, ich kann es halt nicht jedem recht machen. Das heißt, egal, wenn ihr mich anschreibt und sagt, ich habe ein Avatar, ich habe ein Design für dich und ihr schickt mir das und ich sag, nee, gefällt mir nicht so, obwohl es mir schwer fällt, sowas zu sagen, weil ich niemanden enttäuschen möchte, dann ist das halt so. Geht nicht. Anders. So ist die Menschheit. Man kann es nicht allen recht machen. So, genug geredet. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gebt eine Bewertung ab. Hat erstaunlicherweise Spaß gemacht heute, aber ich habe auch 2 Missionen gewonnen wieder. Das ist ja. Ich bin nicht schlechter geworden im Gegensatz zum letzten Mal. Und das ist doch schon was, oder nicht? Das ist doch etwas, worüber man sich sehr freuen kann. Ich kratze mich gerade am Auge, weil das ist irgendwie geil. Oh, geil. Oh, ich kratze mich in mein Auge. Oh, man. Oh geil. Oh, man. Boah, jetzt kann ich wieder richtig viel sehen. Jetzt sehe ich überhaupt irgendwas. Cool, ich habe die ganze Zeit blind gespielt. Da seht ihr, wie gut ich bin. Ja, das war's alles, was ich sagen wollte. War das alles, was ich sagen wollte? Ich glaube schon. Und wenn nicht, meine Güte, dann erwähne ich es im nächsten Part, denn ich habe ja nichts anderes zu tun, als über Dinge zu reden, die nichts mit GTA zu tun haben. Bis dahin, macht es gut. Einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen.